Wir betrachten die Funktion f von x gleich x geteilt durch das Quadrat von ln von x. Erstens, bestimme den Definitionsbereich von f. Zweitens, bestimme die eventuellen Nullstellen von f. Drittens, bestimme die eventuellen Asymptoten ihres Graphen. Viertens, untersuche Steigung, Gefälle von f und charakterisiere ihre eventuellen Extrema. Fünftens, skizziere den Graph von f, indem du alle bisherigen relevanten Ergebnisse aufführst und diese mit den Merkmalen des Graphs verbindest. Sechstens, bestimme den oder die Werte von Beta, damit die Gerade mit Gleichung y gleich Beta mal x tangent zum Graph ist. Beginnen wir mit erstens mit dem Definitionsbereich dieser Funktion f. Wir erinnern uns an Graph von ln von x. Der sieht so aus. Und darin erkennen wir sofort, dass x streng positiv sein muss. Da haben wir eine erste Bedingung. Da ln von x im Nenner steht, darf ln von x nicht 0 sein, was bedeutet, dass x nicht 1 sein darf. Und durch diese zwei Bedingungen finden wir als Definitionsbereich DOM f die Menge r 0 plus ohne 1. Kommen wir zu 2. Um die Nullstellen herauszufinden, lösen wir die Gleichung f von x gleich 0. Dieser Bruch ist gleich 0, dann und genau dann, wenn der Zähler x 0 ist. Aber die 0 gehört nicht zum Definitionsbereich der Funktion f, woraus wir schließen, dass diese Funktion f keine Nullstelle hat. Im Punkt 3 beginnen wir mit vertikaler Asymptote. Da der Definitionsbereich von f r 0 plus ohne 1 ist, macht es Sinn, den Grenzwert von f von x bei 0 plus und den Grenzwert von f von x bei 1 zu berechnen, in der Hoffnung, unendlich zu finden. Im ersten Grenzwert schreiben wir zuerst diesen Bruch um in Form dieses Produkts und im Graph von ln erkennen wir, dass ln von 0 plus minus unendlich ergibt, minus unendlich im Quadrat, das macht plus unendlich, 1 geteilt durch plus unendlich, das ist 0 plus. Also erhalten wir hier als Grenzwert 0 plus mal 0 plus, 0 mal 0, das heißt 0. Wir finden hier bei 0 plus keinen unendlichen Grenzwert, also hat die Funktion f bei 0 plus keine vertikale Asymptote. Jetzt dieser Grenzwert, wir ersetzen x durch 1. So erhalten wir 1 geteilt durch ln Quadrat von 1. Ln von 1, das macht 0, im Quadrat, das macht 0 plus und 1 geteilt durch 0 plus, das macht plus unendlich. Also bei 1 finden wir beidseitig plus unendlich. Die Funktion hat als vertikale Asymptote x gleich 1. Jetzt horizontale Asymptote. Dazu berechnen wir den Grenzwert von f von x, wenn x gegen unendlich strebt. Durch den Definitionsbereich von f sehen wir, dass dieser Grenzwert bei minus unendlich keinen Sinn macht. Also rechnen wir nur den Grenzwert bei plus unendlich. Wir ersetzen hier x durch plus unendlich. Als Zähler erhalten wir plus unendlich und als Nenner haben wir ln von plus unendlich, das heißt plus unendlich, im Quadrat bleibt plus unendlich. Also erhalten wir die Unbestimmtheit plus unendlich geteilt durch plus unendlich. Durch Anwendung des Lehrsatzes von de l'Hôpital rechnen wir also den Grenzwert bei plus unendlich von Ableitung vom Zähler x
das heißt 1, geteilt durch Ableitung vom Nenner, das heißt 2 mal ln von x mal 1 auf x. Wir sollen also diesen Grenzwert berechnen. Darin ersetzen wir wieder x durch plus unendlich und finden plus unendlich geteilt durch 2 mal plus unendlich. Also wieder diese Unbestimmtheit plus unendlich geteilt durch plus unendlich. Und somit wenden wir nochmal den Lehrsatz von de L'Hôpital an. Das heißt, wir berechnen den Grenzwert bei plus unendlich von Ableitung von x, das heißt 1, geteilt durch Ableitung von 2 ln von x, das heißt 2 mal 1 auf x. Es bleibt also dieser Grenzwert zu berechnen. Und der ergibt plus unendlich geteilt durch 2, das heißt plus unendlich. Als Grenzwert von f von x bei plus unendlich finden wir also keine Zahl, sondern plus unendlich. Also hat diese Funktion f keine horizontale Asymptote. Zur schrägen Asymptote berechnet man den Grenzwert bei plus unendlich von f von x geteilt durch x. Also hier berechnen wir den Grenzwert bei plus unendlich von 1 geteilt durch ln² von x. Ln von plus unendlich, das macht plus unendlich, im Quadrat bleibt plus unendlich und 1 geteilt durch plus unendlich, das macht 0 plus. Wir finden also als Grenzwert bei plus unendlich von f von x auf x 0 plus. Aber dieser Grenzwert, das ist die Steigung der eventuellen schrägen Asymptoten. Aber wenn die Steigung 0 ist, dann ist die Asymptote nicht schräg, sondern dann wäre sie horizontal. Wir haben aber keine horizontale Asymptote, also gibt es hier auch keine Schräge. Um Punkt 4 zu bearbeiten, berechnen wir zuerst die Ableitung f' von x. Das heißt, wir berechnen die Ableitung von diesem Bruch. F auf g' wird berechnet durch f' mal g minus f mal g' geteilt durch g². Dieses x kürzt sich mit diesem x weg. Im Zähler können wir ln von x ausklammern und dieses ausgeklammerte ln von x kann weggekürzt werden durch diesen Nenner. Somit finden wir als Ableitung f' von x ln von x minus 2 geteilt durch ln hoch 3 von x. Dieser Zähler ln von x minus 2 ist 0, dann und genau dann, wenn ln von x 2 ist. Jetzt nehmen wir an beiden Seiten e hoch und finden so, dass dieser Zähler 0 ist, dann und genau dann, wenn x gleich e Quadrat ist. Daher dieser besondere Wert in dieser Zeichentabelle. Ln von x minus 2 ist also 0 bei e Quadrat. Alle anderen Zeichen dieser Zeile finden wir durch den Graph von ln. Somit haben wir diese Zeichenzeile schnell erstellt. Dasselbe gilt für ln hoch 3 von x. Die Zeichenzeile von ln hoch 3 von x, das ist die von ln von x. Und die lesen wir in dieser Zeichnung ab. Da ist sie. Für f' von x finden wir also diese Zeichenzeile. Negativ geteilt durch negativ ist positiv. Minus 2 geteilt durch 0 geht nicht. Negativ geteilt durch positiv ist negativ. 0 geteilt durch positiv ist 0. Und plus geteilt durch plus ist plus. Und durch diese Zeichenzeile der Ableitung f' von x finden wir sofort diese Informationszeile für die Funktion f selbst. Da wo f'
streng positiv ist, da steigt f. Da wo f' streng negativ ist, da fällt f. Bei 0 ist f nicht definiert, bei 1 gibt es die Ableitung nicht, die Funktion f selbst auch nicht, aber da haben wir eine vertikale Asymptote gefunden und bei e Quadrat erreicht die Funktion f ein Minimum durch diese Informationen. Jetzt suchen wir noch die Ordinate von diesem Minimum. Das ist das Bild von e Quadrat durch die Funktion f. Also suchen wir f von e Quadrat. Wir ersetzen in diesem Bruch das x da und da, also durch e Quadrat. Dieser Exponent 2 darf vor ln, wo er multipliziert, und ln von e, das macht 1. Diese Klammer ergibt also 2 mal 1, das heißt 2, und im Quadrat ergibt das 4. Die Ordinate von diesem Minimum ist also e Quadrat Viertel. Kommen wir jetzt zum Graph der Funktion f. Der Definitionsbereich von f, das ist R0 plus ohne 1. Das bedeutet also, dass alle streng negativen Zahlen kein Bild durch diese Funktion haben, also können wir diesen Bereich links von der y-Achse schraffieren, denn der Graph kann sich nicht in dieser Zone befinden. Man erkennt schnell, dass das f von x immer streng positiv sein muss für alle x-Werte dieser Menge. Also kann kein Bild sich unterhalb der x-Achse befinden, wodurch wir also auch diese Zone schraffieren können. Der Wertebereich dieser Funktion ist R0 plus. Der Graph von f befindet sich also in diesem Feld. Wir haben versucht, bei 0 plus eine vertikale Asymptote zu bestimmen, haben aber keine gefunden, weil der Grenzwert von f von x bei 0 plus nicht unendlich, sondern 0 ergibt. Demzufolge wissen wir, wenn x gegen 0 plus strebt, dann strebt der Graph gegen diesen Punkt mit Koordinate 0, 0. Wir haben bei 1 eine vertikale Asymptote gefunden. Dann haben wir noch diese Tabelle erstellt. E Quadrat beträgt ungefähr 7,39 und E Quadrat Viertel beträgt ungefähr 1,85. Daher dieses Extremum, daher dieses Minimum, dieser Tiefpunkt. Je nach Steigung und Gefälle sehen wir in der Tabelle, die Funktion startet beim Punkt 0, 0, dieser Punkt gehört aber nicht zum Graph von f, dann steigt die Funktion zur vertikalen Asymptote. Rechts von 1 kommt der Graph von dieser vertikalen Asymptote, die Funktion fällt bis zu diesem Minimum, also sieht das hier ungefähr so aus, und danach steigt die Funktion wieder. Der Graph der Funktion f muss also diese Form haben. Wir kommen jetzt zu Punkt 6. Wenn ein Punkt p mit Koordinate m, f von m, zum Graph der Funktion f gehört, dann muss die Tangente zum Graph an diesem Punkt p diese kartesische Gleichung haben. Y minus die Ordinate f von m von dem Punkt gleich Steigungsfaktor der Tangente, also f' ausgedrückt bei der Abszisse von dem Punkt, mal x minus die Abszisse m von dem Punkt. Wir kennen f' von x, darin ersetzen wir x durch m und so finden wir für f' von m ln von m minus 2 geteilt durch ln hoch 3 von m. Diese Tangente am Punkt p
ist dieser Art dann und genau dann, wenn der Ursprung O mit Koordinate 0, 0 zu dieser Tangenten gehört. Das bedeutet also, der Punkt O mit Koordinate 0, 0 ist Element dieser Tangenten T Index P, dann und genau dann, wenn diese Koordinate 0, 0 diese kartesische Gleichung von T Index P erfüllt. Das führt dann sofort zu dieser Gleichheit. Diese Gleichheit führt dann zu dieser. Und hier können wir beidseitig durch minus m teilen und beidseitig mit ln Quadrat von m multiplizieren. So führt das sofort zu dieser Gleichheit. Und wenn wir ln von m noch links rübersetzen, dann haben wir herausgefunden, dass der Punkt O zu dieser Tangenten gehört, dann und genau dann, wenn 0 gleich minus 2 ist. Das ist aber unmöglich. Also kann eine Tangente zum Grad am Punkt P unmöglich dieser Art sein. Diese Aufgabe war also unmöglich.